Filmkuration, emanzipatorisch und selbstorganisiert, im Langhahn Grillhaus in Weißensee. Gäste waren Janan Turan, Filmemacherin, und Tara Herbener von Tibet Film Festival Berlin. Moderiert wurde von Svenja Schulte. Ihr arbeitet beide kuratorisch im Filmbereich und mich würde total interessieren, wie ihr dazu gekommen seid. Ich habe in meinem Bachelorstudium mich mit der Region Zentralasien fokusmäßig auseinandergesetzt und aufgrund meiner Heritage, also ich habe tibetische Heritage, auch vor allem mit der Region Tibet. Und ich habe mich immer so danach gesehnt, diese ganze Theorie und diese wissenschaftliche Perspektive auch in einer gelebten Erfahrung wieder gespiegelt zu sehen. Während meines Studiums habe ich mich angefangen mit der Darstellung von Tibeterinnen und Tibetern im Film oder medial generell auseinanderzusetzen. Und dabei bin ich auf sehr viele Fremddarstellungen gekommen, bis ich dann einen Film gesehen habe von Pema Tseden. Das ist der bekannteste tibetische Filmemacher, der leider dieses Jahr verstorben ist, der auf den internationalen großen Filmfestivals Filme präsentiert hat. Und ich hatte das Gefühl, zum ersten Mal so ein, ja, wie soll ich sagen, ein Fenster in die Region bekommen zu haben, in die gelebte Erfahrung der Menschen. Und ich hatte sofort das Bedürfnis, das mit möglichst vielen Menschen, auch vor allen Dingen in der Diaspora, zu teilen. Weil das super außergewöhnlich ist, auch aus politischen Gründen, dass man Film aus Tibet sehen darf oder sehen kann, vor allen Dingen aus einer tibetischen Perspektive erzählt. Also nicht der Blick von außen, sondern eher eine Erzählung von innen. Und das hat mich super berührt. Ich hatte eine Kommilitonin, Luisa, und wir zusammen sind auf das Tibet Film Festival gestoßen, was es zu diesem Zeitpunkt schon gab, an unterschiedlichen Standorten, in der Ramsala, weil da eine relativ große Community ist, in Indien, in London und in der Schweiz. Genau, und wir hatten dann das Bedürfnis entwickelt, eben so einen Standort auch hier in Berlin zu etablieren und damit unsere Theorie in eine Praxis umzusetzen und auch mit einer Community teilen zu können. Zu den Festivals, bei denen ich jetzt arbeite, bin ich so gekommen, dass ich Interfilm letztes Jahr diese Reihe vorgeschlagen habe. Das andere Sternchen inklusive andere geschrieben, Kino, deutsche Kino, aus so einem Impuls heraus, dass es sowas wie kuratorische Ungerechtigkeit gibt. Das heißt, sehr, sehr viele Perspektiven unterdrückt werden, unsichtbar gemacht werden, marginalisiert werden. Und auch das, was als guter Film gilt, was wir halt so üblicherweise auf Festivals sehen, halt aus weiß-europäischen, männlich, heterosexuell, bürgerlichen Perspektiven gemacht sind, was aber auch gar nicht so benannt wird. Bei der Berlinale habe ich moderiert dieses Jahr und habe so ein bisschen für einen Wirbelwind gesorgt durch eine Kritik, die ich preisgegeben habe. Aber die haben mir dann jetzt die Chance gegeben, eben mit die Auswahl für das Generation-Programm zu gestalten. Und als Filmvermittlerin habe ich auch viel gearbeitet, also mit einem jungen Publikum in so einem pädagogischen Rahmen besprechen und eben auch zeigen, dass Filme gemacht sind. Ne? Filme sind nicht einfach so da. Es gäbe keine andere Art und Weise, einen Film zu erzählen, sondern tatsächlich mit den Kindern und Jugendlichen auch zu besprechen, okay, aus wessen Perspektive ist das gemacht, wie wird ein bestimmter Effekt erzeugt. Danke. Ich habe mich auch gefragt, inwiefern Netzwerke für eure Arbeit wichtig sind. Ja, es war super wichtig, ein Netzwerk von engen Bezugspersonen zu haben, aber auch darüber hinaus von der Community zu haben, die dann dabei waren, die mitgeholfen haben, die gekommen sind, die Filme geschaut haben, was wir nicht bedacht haben bei unserem ersten Mal. Online-Booking zum Beispiel für Personen eine Barriere darstellen kann und dadurch halt viele Personen aus der Community, die zum Beispiel noch nicht so gut Deutsch konnten oder so, da standen und kein Ticket hatten an dem Abend. Dann beim zweiten Festival hatten wir das so mehr auf dem Schirm und haben dann über einen tibetischen Shop, den alle kennen in der Community hier, Listen ausgelegt, dass die Menschen sich dort eintragen können, einfach handschriftlich, es ist ein Ort, den sie kennen,
und wir dann quasi diese Tickets einfach reserviert haben. Und ohne diesen Shop, ohne diese Community wäre zum Beispiel dieser Schritt nicht möglich gewesen. Genau, und es ist auch deswegen wichtig, weil wir auch Privilegien haben oder natürlich auch nicht alles wissen können. Also für mich zum Beispiel der Austausch mit dem Berlin Asian Film Network, BAFNET, mit den schwarzen Filmschaffenden, ist auch eine Organisation, aber auch Einzelpersonen, super wichtig. Und ohne die würde ich auch sowas nie machen. Und es gibt ja so etwas, was wir das soziale Imaginäre nennen, also die Gesamtheit aller Vorstellungen dessen, was wahr ist. Wie sind diese und jene Menschen? Was ist richtig, was ist falsch? Und dazu tragen die Medien, aber eben auch Filme immens bei. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir passiert es total oft, dass Freundinnen, wenn wir über irgendein Thema reden, dass sie sagen, ja, das habe ich in einem Dokumentarfilm gesehen. So als wäre das so, ne, wenn es ein Dokumentarfilm ist, ist so, auf jeden Fall ist es wahr. Jeder Mensch, der im Filmbereich arbeitet, weiß, dass Filme gemacht sind. Ne? Und es ist eine unglaublich große Verantwortung, die damit zusammenhängt. Dankeschön, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr da wart, und danke, wir uns eingeladen haben. Ja, danke, vielen Dank fürs Format. Danke. Danke auch fürs Zuhören. Ja, danke fürs Zuhören.